Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Gestern habe ich ja mein Zelt einmal aufgebaut und dann auch nur so provisorisch stehen gelassen. Heute möchte ich mit dem Schwimmrahmen fortfahren. Nun, wir haben jetzt 8:30 morgens. Für mich ist es noch relativ bald in der Früh. Wir haben etwas Sonne schon heute gehabt. Rein gefühlsmäßig dürften wir Außentemperaturen um die 10, 15 Grad Celsius haben. Und für mich ist jetzt natürlich interessant, was passiert jetzt hier in diesem Treibhaus, in dem Gewächshaus? Wie hat sich hier die Temperatur entwickelt, beziehungsweise welche Temperatur hat sich eingestellt? Wie erwähnt, heute hat schon kurz die Sonne geschienen. Aktuell ist wieder eine Wolke vor der Sonne, das heißt, es ist wieder etwas bewölkt. Ich werde jetzt die Kamera auf die Hand nehmen und mit euch gemeinsam ins Zelt hineingehen. Da habe ich einen Temperaturfühler installiert mit einer Fernmessung, wo man umschalten kann, sowohl jetzt auf die Innentemperatur als auch auf die Außentemperatur. Ich kann euch das zeigen. Der Fühler hängt hier außen am Zelt. Der misst also die Außentemperatur und im Zelt selber ist dann das Gerät für die Anzeige. Ich mache jetzt einmal die Tür auf. Und wenn man jetzt von draußen nach innen geht, macht man wieder zu, die Wärme herin im Zelt bleibt. Wenn man jetzt von außen nach innen geht, dann merkt man einen deutlichen Temperaturunterschied. Und hier auf unserem Temperaturfühler haben wir Anzeige von 22,4 Grad Celsius derzeit. Wenn ich hier umschalte auf die Außenmessung, dann sagt mir das, dass wir Außentemperatur von 11 Grad Celsius haben. Also die Temperatur im Zelt hier, im Folienzelt, ist circa doppelt so hoch wie außen. Und das ist sicherlich bemerkenswert. Und letztendlich ist das auch genau der Effekt, den man nutzen möchte, um den Teich mit diesem Zelt zu erwärmen. Ja, ich werde mich jetzt am Bau des Schwimmrahmens machen und melde mich dann später wieder. Ja, ich habe jetzt das Gewächshaus, dieses Folienzelt, auf meinen Schwimmrahmen montiert. Das Ganze werde ich in der Folge dann zu Wasser lassen, aber im Vorhinein werde ich jetzt die Kamera nochmal in die Hand nehmen und euch zeigen, wie ich das Ganze befestigt habe. Wichtig bei dieser Konstruktion ist, dass man sämtliche Rohre gegen unbeabsichtigtes Öffnen wieder sichert. Und wie gewohnt habe ich dazu kleine Edelstahlschrauben verwendet. Durch diese Schrauben habe ich einerseits diese Rohrverbindungen gesichert und da, wo normalerweise die Zeltanker eingeschlagen werden, habe ich ebenfalls mit der Edelstahlschraube hier das Zelt angeschraubt. Ja, und so entsteht eigentlich ein relativ kompakter Schwimmrahmen. Hier haben wir die Öffnung, die Tür, wo man dann dieses Zelt betreten kann oder in diesem Fall halt dann öffnen kann, um die Fische zu füttern. Ich möchte euch jetzt auch noch die bestehende Teichabdeckung zeigen. Die wird heute Nachmittag dann abgebaut und durch dieses schwimmende Zelt ersetzt. Dann haben wir einen direkten Vergleich optisch, wie das Ganze aussieht. Nun, etwas unauffälliger wie das große Iglu-Zelt ist natürlich der Schwimmrahmen oder der Schwimmrollladen, das ist ganz klar. Der sticht nicht so ins Auge, als wie hier dieses Kuppelzelt. Aber letztendlich geht es darum, wie effektiv das Teichwasser erwärmt wird, vor allem an schönen Tagen, so wie heute, wenn die Sonne scheint. Und da sehe ich beim Zelt eindeutig einen riesengroßen Vorteil gegenüber dieser schwimmenden Rollladenabdeckung, der eigentlich den Teich an dieser Stelle sogar isoliert und nicht ungehindert die Sonnenenergie, die Wärme in den Teich eindringen lässt. Ja, wie ihr gut erkennen könnt, mein Gewächshaus, mein Foliengewächshaus schwimmt bereits auf dem Teich. Es ist in den Teich eingebracht und es funktioniert eigentlich sehr gut, genauso wie ich mir das auch vorgestellt habe. Nun, ich hole jetzt die Kamera auf die Hand und lasse euch einen Blick in den Folientunnel oder in mein Folienzelt werfen.
Über Geschmack lässt sich natürlich streiten. Meine Tochter und meine Frau, denen gefällt mein Gewächshaus gar nicht. Ich persönlich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Angesichts der Tatsache, dass nahezu jede Winterabdeckung für den Teich irgendwo, ja, sagen wir mal, so eine schöne oder nicht so schöne Seite hat, je nachdem, wie das Ganze ausgeführt wird. Also, hier haben wir unseren Reißverschluss, der lässt sich ganz leicht mit einer Hand öffnen. Dann klappt man den Eingang zur Seite. Ja, und schon hat man ungehinderten Zugang zu seinen Fischen. Man hat hier ein angenehmes Klima, fast schon ein subtropisches Klima in diesem Zelt. Nun, und wenn ich daran denke, dass ich vor ein paar Minuten noch herumgekeschert habe mit den Teichbällen und meinen Schwimmabdeckungen, um das Ganze in Position zu bringen, dann zeigen mir meine Fische mittlerweile schon, dass ihnen das wirklich gut gefällt. Ja, so viel zu meiner schwimmenden Teichabdeckung. Ich werde das Ganze jetzt einmal beobachten und testen, wie sich das Ganze in der Praxis bewährt, vor allem auch in Bezug auf Wind und Sturm, da dieses Zelt doch eine sehr große Angriffsfläche hat. Hier wäre es natürlich vom Vorteil, wenn das Zelt nicht ganz so hoch wäre, dann würde es sich auch etwas dezenter in den Garten einfügen. Aber wie gesagt, mir persönlich gefällt es ganz gut, und wenn das Zelt gut seine Arbeit macht, dann wird es sicherlich einen festen Bestandteil in meinem Teichabdeckung haben. Ja, in diesem Sinne verbleibe ich wie gewohnt mit freundlichen Grüßen. Ich hoffe, es ist einmal eine etwas exklusive Idee, etwas, was es so vielleicht nicht so oft gibt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Roland O.